Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Fridage Total War. Gleich am Anfang kurz eine Ankündigung: Am Samstag und Sonntag wird kein Fridage kommen. Dafür kommt mein neues Projekt. Würde mich freuen, wenn ihr da mit reinschauen würdet. Ich sag mal so viel: Es handelt sich auch um ein Medieval Total War, also um eine Mod für Medieval 2 Total War. Und ihr seid auch immer am Mitentscheiden bei diesem Projekt. Es wird ein Community-Projekt sein. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn ihr dann da auch mitmachen würdet. Aber heute natürlich noch Third Age. Am Montag kommt dann übrigens wieder Third Age. Also, das ist jetzt erstmal nur 2 Tage, weil dann müsst ihr nämlich was abstimmen, das neue Projekt. Und dann, ja, wird es wieder Third Age geben. Ich denke, Montag, Dienstag, Mittwoch ungefähr Third Age. Und dann geht es mit dem neuen Projekt nochmal weiter. Aber das sage ich euch dann noch rechtzeitig nochmal. So, also, was machen wir hier? Wir werden jetzt so langsam bedroht hier unten von Süden, von Harad. Wie gesagt, finde ich momentan sehr, sehr schwierig, um ehrlich zu sein. Also ich habe ehrlich Angst, dass die uns hier jetzt wirklich mit vielen, vielen Armeen angreifen. Das wäre echt richtig blöd. Dann weiß ich nämlich nicht mehr, was ich machen soll, weil dann wird das Projekt wahrscheinlich bald beendet, würde ich sagen. Aber jetzt hoffen wir mal special, dass vielleicht mal nur eine Armee jetzt kommt, alle paar Runden mal. Das wäre noch in Ordnung, aber jetzt mal abwarten. So, ist natürlich auch schon mal die Frage der Fragen, wie gehen wir jetzt weiter voran hier, was machen wir als nächstes? Wir haben gerade eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder wir greifen hier Renn den Unreinen an oder wir greifen hier drüben her für Lakzak, Lakluk und Rakdash an. Blöd nur, dass. Oh fuck. Ja, das war jetzt so nicht gedacht. Glorreicher Missklick. Ja, wobei wir da wahrscheinlich, glaube ich, über den Fluss rüber angreifen müssen, wobei ich mir nicht 100% sicher bin. Wenn man das mit Elrond jetzt gleich macht, werden wir gleich mal anschauen uns. Aber vielleicht wäre das mal ein ganz guter Anfang gleich. So, machen wir das doch mal. Nehmen hier die Armee, nehmen die Truppen weg hier. Und, ah ja, es sieht so aus, als wären wir über dem Fluss. Oder auch nicht. Ui, das sind doch mehr Truppen, als ich eigentlich gedacht habe. Dann wird man es doch so machen müssen. Nacheinander. Aber davor würde ich kurz mal schauen, was können wir hier machen. Nicht viel gerade. Aber ich würde die Stadt ja eh gerne Gondor übergeben. Das heißt, wir besiegen jetzt die drei Armeen geschwind. Hier, oder was heißt geschwind? Das braucht schon eine Weile. Dann übergeben wir Helet Anun an Gondor und hoffen, dass dann da entweder Truppen spawnen oder, ja, wie auch immer. Als ob wir jetzt nicht mehr angreifen, doch. Können. Ich habe gerade gedacht, hä? Gut, okay, dann machen wir jetzt mal die Örsche Schlacht hier. Jetzt kämpfen wir uns halt da so ein bisschen durch. Ich denke, das ist ganz sinnvoll. Wenn wir das einzeln machen, dann verlieren wir insgesamt wahrscheinlich weniger Leute. So. Ich bin ja am Vorproduzieren, weil ich ja gerade im Urlaub bin. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt ein paar Tage nur Dings aufgenommen. Ich klicke hier auf Warten. Dass es ein bisschen heller wird, so wunderbar. Habe jetzt ein paar Tage wirklich nur Dings aufgenommen, Total War Liga und so weiter, weil ich ehrlich Angst habe vor dem, was da kommt mit Harad und so weiter. Bin da echt mal gespannt, wie das sein wird und ob wir das vernünftig auf die Kette bekommen, dass wir hier noch schön weiterspielen können, weil, wie gesagt, wenn die ganzen Horden da von Harad kommen, dann war es das. Das brauchen wir dann nicht weiterspielen unbedingt. Also das zieht es dann nur unnötig in die Länge. Achso, fuck, die haben auch Katapulte dabei. Die haben ja schon eine lockere Formation, nur die Infanterie nicht. Aber Katapulte sollten vielleicht auch mal feuern. Schade. Schießen wir mal hier hinten auf die feindlichen Katapulte. Vielleicht treffen wir ja so mal was. Warum schießen eigentlich die scheiß Katapulte von uns nicht? Wow, da ist halt ein Katapult, wurde da irgendwie getroffen. Und deswegen machen die jetzt nichts mehr und bewegen sich nicht mehr. Backt ja mal wieder super rum. Gut.
Ja, aber ich wollte gerade mich schon drüber freuen, dass er hier seine eigenen getroffen hat, aber bei uns hat er gerade viel mehr getroffen. Ja. Gut, vielleicht wird es doch recht verlustreich, so wie es momentan hier aussieht. Aber mal gucken. Schnappen uns auf jeden Fall jetzt mal die feindlichen Katapulte. Es kommen da Orksperrkrieger, das ist nicht so cool. Okay. Hier unsere Kaff, ihr könnt auch mal da angreifen. Aber eine Einheit greift hier mal an, ihr drei Einheiten greift da hinten an. Gut, also ich denke, so sollten die Katapulte hier schnell erledigt werden und auch die flüchtenden Feinde können wir so schnell erledigen eigentlich. Katapulte sollen übrigens nicht mehr feuern. Ich glaube, die sorgen für mehr Verluste, statt sie dem Gegner einbringen, eher bei unserer Seite. Greifen wir hier mal den Rücken an. So. Ja, wenn man jetzt eigentlich mit den ganzen Bogenschützen hier noch auf die Einheit feuert, dann sollten die auch noch schnell sterben. Ja, jetzt greifen wir mal noch mit unserer Infanterie kurz an. Flüchtet doch nochmal eine Einheit. Wo sind die? Ah, da, die zwei da. Ah, meinetwegen. Schauen wir mal, wie lange die hier jetzt brauchen, um die noch zu verfolgen. Je nachdem, machen wir die da hinten halt auch noch platt. Okay, die stellen sich mal wieder super gescheit an. Super. 8% verloren. Naja, gegen so eine kleine Armee ist das jetzt nicht gerade super. Naja, 7%, 103 Mann gegen so eine kleine Truppe. Schwierig. Nicht wirklich gut, würde ich sagen. Gut. Hinrichten. So, das wäre die erste Armee gewesen hier. Meine ernsthafte Frage, geht ihr manchmal auch hin und richtet die Feinde nicht hin? Also ich weiß nicht, was das bringt. Also klar, man kann Geld holen und so, aber freilassen, hat jemand schon mal von euch die Gegner freigelassen? Das würde mich echt mal interessieren. Drei Einheiten schicken wir jetzt übrigens mal weiter hier in die Richtung. Die Einheit auch. Schauen wir mal, vielleicht auch die Einheiten, können wir die schon losschicken? Ja. Gut, schon mal schön. Weil die Noritirno hier können wir eigentlich auch mal mitnehmen. Ja. Okay, und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht braucht die Einheiten da unten auch mal noch. Naja, schauen wir mal. Dass wir das geschwind als kleine Unterbrechung schon mal machen können. Gehen wir mal Henet Anun ab. So, 2500 Goldstücke erhalten. Hat er Truppen drin? Nein, natürlich nicht. Schade. Jetzt können wir die Truppen da nicht mal reinschicken, oder wie? Ist ja komisch. Naja, egal, machen wir weiter hier mit den nächsten Truppen. Ich denke, hier könnte man durchaus auch eine Schlacht gegen beide auf einmal schlagen. Oder? Ja, machen wir es auch nacheinander. Kommen zwar unsere 47 oder 42 Schwertkämpfer auch nicht mit rein, aber das ist jetzt nicht so wild. So. Gut, die haben aber jetzt keine Katapulte dabei. Das ist vorteilhaft. Dann können wir es nämlich uns mal so aufstellen. Jetzt hier in einer engeren Formation. Katapulte stellen wir auch hier oben vorne noch hin. Der General dahin. Die Kaff auch schon an die Flanken. Und los geht's. Genau, und das sollte eigentlich recht schnell erledigt werden, das Problem hier.
So. Hoho. Brennen ja schon ganz ordentlich nieder hier die Feinde. Okay, auch hier gilt, wir stellen uns hier jetzt schnell auf, nehmen die Kavallerie um die beiden Flanken. Nehmen die Katapulte, die können mal weiter hier hinten drauf schießen, würde ich sagen. Hier vorne machen sie mir dann doch zu viele eigene Verluste unter Umständen. Oder auf die Speerkrieger können sie feuern, das ist fast noch cooler. Dann wisst ihr was, dann greifen wir doch hier jetzt mal an. Oder? Ja, ich denke, es wäre jetzt mal im Bereich des Möglichen. Ui, hier vielleicht mal zurückziehen zur Abwechslung, bevor der unsere ganzen Kavalleristen catcht hier. Aber Katapulte nicht mehr weiter feuern. Das war jetzt gerade echt knapp. So, greifen wir hier drüben mal an mit der Kaff. Super. So, auch hier. Ja. Ja, die flüchten ja auch cool. Wo flüchten denn noch welche? Hier. Nehmen uns die mal noch vor. Sollte dann jetzt eigentlich schon reichen, um die feindliche Armee komplett aufzureiben. Ja, komm, Schlaf verlassen und dieses Mal 43 Mann verloren, 3%, ja, ist okay. Eigentlich immer noch voll viel für so kleine Feindarmeen hier. Gut, passt, auch die richten wir hin. Dann kümmern wir uns jetzt nämlich um die letzte dieser Armeen hier. Rakdash, der hat auch eine Einheit Bergtrolle dabei, aber keine Katapulte. Das ist ganz cool. Ich gehe nur kurz hin und mache mal geschwind einen Quicksave. So. So, und was mich auch interessieren würde, wie weit kommt denn der momentan bis zu dem Fluss? Das heißt, Gondor könnte theoretisch Truppen rüberschicken, wenn sie nicht da ganz doof sind. In der nächsten Runde dann schon. Super. Also, das macht mir hier echt Sorgen. Ich kann es nur oft genug wiederholen. Oder ich kann es nicht oft genug wiederholen, besser gesagt. So, jetzt diese Armee noch und dann schauen wir mal, ob wir nach der hier auch noch die weitere dritte Armee da von dem Nazgul erledigen können. Je nachdem. Also ein Wald gefällt mir natürlich mal wieder null. Da blicke ich immer nie so durch. Stellen wir uns einfach mal so ein bisschen hier drüben auf, vielleicht. Das sieht man dann mehr. So, die Katapulte stellen wir hier dazu. General auch hier hinten hin. Kavallerie hier hin. Und los geht's. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil jetzt können wir vielleicht von der Stelle aus hier drüben gleich mal auf den feindlichen General schießen. Stellen wir uns vielleicht noch ein bisschen anders hin gerade. Genau, und wenn jetzt unsere Infanterie sich hier noch so hinstellt und die Kaff stellen wir da so hin und die hier so hin, können wir vorspulen. Bin mal gespannt, vielleicht können wir uns dann gleich die feindlichen Rolle hier einen Teil holen. Oder auch nicht. Oder sie schießen erstmal wieder richtig behindert. Ah, immerhin, sie haben getroffen. Da hinten, wie es aussieht, gerade auch. Da auch ein bisschen zumindest. Jo, das waren schon bessere Treffer. Ist auch ganz okay.
Bin mal gespannt, wie weit die es da vorrücken müssen. War schon ein bisschen. Nehmen wir unsere Bogenschützen auch mit vor und unsere Infanterie. Haben wir schon treu erledigt gerade? Nee, leider nicht. Schade. Wäre natürlich cool gewesen. Ah, nicht mal gerade eben. Ist ja immer so knapp, der eine hier schon zweimal ganz knapp dem Tod entronnen und schon wieder. Kriegen es einfach nicht auf die Reihe. Jetzt schießt mal hier auf schon wieder. Dabei also die drei stehen so schön in der Reihe, gell? Könnte man richtig gut alle auf einmal erledigen. So, jetzt vielleicht mal noch. Nein. Okay, dann nicht. Ah, okay, immerhin hier drüben was getroffen. Wow. Ja, vergesst es mal. So, meine Kaff hier einmal außen rum, bitte. Euch greifen wir hier überall an. Ihr könnt mal da hinten auf die Uruk-Sperrkrieger, oh, nicht da reinschießen jetzt, gell? Es gibt mehr Verluste bei mir statt bei der auf der Seite der Gegner. So, greifen wir hier mal die Ork-Plünderer an. Boah, schon 4%. Meine Kavallerie kommt hier gerade auch nicht so gut zum Zug, muss ich sagen. Lass mal da rüber reiten und dann vielleicht nochmal probieren. Gut, okay, das war schon mal ganz ordentlich hier. Jetzt ziehen wir euch zurück. Nehmen hier bei Elrond in die Spezialfähigkeit rein. Schicken auch Elrond mit ins Gefecht. Greifen hier an. Nur noch 6 Trolle, immerhin. So, schießt ihr auch mal auf die Ork-Plünderer da hinten. Okay, die flüchten jetzt alle. Dann greifen wir hier mal weiter an. Hoffnung, dass das hier schnell was wird und wir uns hier schnell durchkämpfen. Okay, jetzt flüchten die hier alle. Sehr schön, besser gelaufen als gedacht. Ah, wobei ihr dürft doch schon in die Ur-Schildkämpfer da reinreiten, das passt. Ah, die drehen sich jetzt um tatsächlich. Ja, bin mir nicht sicher, ob es reichen wird, damit die flüchten. Wahrscheinlich eher weniger. Ne, reicht nicht. Aber dafür reicht es jetzt hier, um die ganzen flüchtenden Feinde mal zu erledigen. So, und dann nehmen wir hier mal die Bogenschützen, schießen auf die Uruk-Schildkämpfer. Gut, schon mal ganz in Ordnung, glaube ich. Ah, hier, die Sperrkrieger und so weiter. Ist natürlich nicht so schön. Aber ist schön anzusehen, wie dann solche Schwertkämpfer hier doch schnell fallen manchmal. Wenn sie von unseren Bogenschützen angegriffen werden. Greifen wir hier mal die Ork-Sperrkrieger kurz an. So, die sollten dann jetzt eigentlich auch flüchten. Ja, wunderbar. Die flüchten auch alle. Bogenschützen aufhören zu feuern. Ihr greift da hinten auch noch an. Ist die Frage, wo ist denn... Das sind doch nochmal welche. Ach, da. Einer noch unterwegs. So, und das heißt für uns, wir haben jetzt alle diese Truppen hier aufgerieben. Sehr schön. Sehr gut. 10%. Ja, okay. Naja. Immerhin schon
weniger sind die 10% gewesen wie vorhin. Da waren es ja irgendwas mit 200, glaube ich. Jetzt waren es nur noch über 100 ein bisschen. Naja, ist klar, haben wir auch weniger Soldaten. Also, hinrichten wieder. So, ist doch schon mal ganz in Ordnung, glaube ich, hier. Wir haben jetzt die ganzen. Der heißt einfach der Gerechte, wo er die ganzen Orks die ganze Zeit umbringt. Wobei, ist ja eigentlich schon ganz schön gerecht so. Gut, dann haben wir das jetzt auch erledigt. Das heißt, wir können hier jetzt mal ruhigen Gewissens einen kleinen Cut machen und im nächsten Part kümmern wir uns gleich am Anfang um Rend den Unrein und werden dann wohl eine Runde beenden. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Leute. Am Montag erst, wie gesagt, gell? Ciao, Leute.